stell dir mal vor, es würde keine Pornos geben. Es kann sein, dass wirklich so Anarchie ausbricht. Ich glaube, da wäre Sodom und Gomorra da draußen, Bruder. Ey, ganz kurz, das ist keine Theorie. Die Leute fängt auf der schon Straße mal gut waren, an, das ist keine Theorie. Dieses Zitat, harte Zeiten machen harte Männer, zu 100% wahr ist. Wir sind immer noch im Vergleich zu unseren Vorfahren eine sehr weiche Generation, wie wir hier mit unserem Tee sitzen vor der Kamera und irgendwie ein bisschen was erzählen. Weißt du? Du hast uns gefickt. 6, 7. Wir müssen gegen die Verweichlichung kämpfen. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Hier nochmal zu der ganzen Lockdown-Geschichte, was ich auch übelst krass fand. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Geht und damals los jetzt die Leute während diesem ultraheftigen Lockdown so zu Hause zu halten, hat doch Pornhub irgendwie so gratis Premium verteilt. Das war irgendwie okay, was können wir machen, dass sich diese Leute wirklich an diese 15 Kilometer Ausgangsbeschränkung halten? Klar, Alter, wir versorgen die erstmal mit Pornos, damit die ganzen Männer schön am Jackson sind. Auch, bring das Beispiel mit einem Gefängnis. Ayo, in amerikanischen Gefängnissen. Ayo, wo kommst du her, Bruder? Wie meinst du das? Weil du eben Ayo gesagt hast. Ah, echt? Aber Dresden teilweise. Ja, weil Ayo kommt eigentlich von Mannheim, Bruder. Von Monheim. Ayo. Echt? Ayo. Sagt man Mannheim oder was in Mannheim? Monheim sagt man. Monheim? Monheim? Monheim. Ihr sagt auch Geld, das weiß ich. Ihr sagt so Geld. Ayo. Also sagt man in Mannheim nicht auf jeden Fall am Ende auch immer dieses bisschen wie so ein Kölsch, irgendwie so ein. Geh? So ein, ne? Geh. Ne? Geh? Nee, Geh ist es. Geh. Geh. Okay. Nee, auf jeden Fall, wo war ich? Es gibt amerikanische Gefängnisse. Da wird den Sträflingen regelmäßig, weiß nicht, was für Abstände es sind, gewährt, Pornos zu schauen, damit die einfach ein bisschen ihr Testo abbauen und halt weniger gefährlich sind. Einfach der Trieb halt gelöscht wird und wenn du keinen Trieb mehr hast, dann bist du natürlich auch sehr viel kontrollierbarer. Ja, halt entspannter. Ich meine, stell dir mal vor, es würde keine Pornos geben. Es kann sein, dass wirklich so Anarchie ausbricht. So wäre auch nicht gut, sage ich mal. Aber ich meine, das wurde ja bewusst so eingeführt, meiner Meinung nach, dass man die Leute eben an das Smartphone koppelt, dass die sich dort alle dass keine Familien mehr gegründet werden, weißt du? Ja, und mit Kindern fängt das jetzt an. Aber ich glaube, wenn du das der Gesellschaft jetzt wieder wegnehmen würdest, ich glaube, da wäre Sodom und Gomorra da draußen, Bruder. Ja. Aber jetzt, guck mal, was du meinst. Das ist doch das Krasse, du sagst, wenn du den Menschen Pornos wegnimmst, dann würden die ausrasten. Aber den Leuten wird die Freiheit weggenommen, die mussten zu Hause bleiben und die sagen, ja, okay, mach's mit. Aber Bruder, was, ich kann mir nicht mehr hier die Mia Khalifa reinziehen abends? Digga, ich will mir einen Coin. Nee, ich geh auf die Straße. Was ist da los? Genau, wenn du den Deutschen wahrscheinlich ihr Bier wegnehmen würdest, würden die auch auf die Straße gehen. Aber Freiheit, scheiß drauf. Ey, ganz kurz, das ist keine Theorie. Aber als damals die Lockdowns waren und die Leute fängt auf der Straße waren. Fängt schon mal gut waren, an, das ist keine Theorie. Ja. Ey, ich hab das wirklich, warte, wie der Bro aus deinem Komm ins Café mit dem Jetski und so weiter, der immer, wie heißt der gleich nochmal? Jetski? Der so gut rumgeschwurbelt hat, sag ich mal, einfach auf cool. Wie hieß er denn? Kianosch. Ah, Kian. So. Der hat doch auch gesehen, er hat so gesagt, so, ja, ich habe Kollegen mit Jetski erst da lang gefahren und so, das ist so geil. Und ich war genauso, nur nicht mit dem Jetski, sondern zu Fuß am Rosa-Luxemburg-Platz. Demonstration gegen Corona und dann fing Bundesliga an. Und auf einmal hast du so eine gewisse Menschengruppe nicht mehr auf den Demos gesehen. So auf einmal die so 40, 50-Jährigen so mit so einem leichten Bierbauch, auf einmal die waren wieder zu Hause als Samstag statt Demo bei Bundesliga halt, weißt du? So. Gibt halt Wichtigeres im Leben, ne? Ey, ich meine, so, wir lachen drüber, ist auch alles schön gut, aber das ist genau Brot und Spiele. So, man sollte sich beschäftigen, wie das Römische Reich geführt worden ist. Mm. Brot und Spiele, da kommen die Leute in die Arenen und sehen, wie da sich die Menschen abschlachten und irgendwie gegen Löwen kämpfen und dann sind sie erstmal befriedigt. So, dann sagen sie, ah, okay. Das merkst ein bisschen vom Alltag. Safe. Und du merkst es auch, wenn du dich anfängst, halt mit anderen Dingen zu beschäftigen, ein bisschen Detox zu machen von Social Media und so, dass du gar nicht mehr so interessiert bist an dieser ganzen Scheiße. Ich schwöre dir, wo wir unser Comments Café gemacht haben, da lief ja die WM. Ich habe normalerweise jede WM immer vorher gewusst und mir alles reingezogen. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Es juckt mich deswegen, gar nicht mehr. Interessiert es gibt mich so viele, ja, so viele Vorteile aus dieser Zeit und guck mal, die Zeiten können auch so viel härter werden, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, die letzten 2 Jahre waren härter als 2016 bis 2018, 2018 bis 2020, wie auch immer. Wir können daraus mitnehmen, dass dieses Zitat, harte Zeiten machen harte Männer, zu 100% wahr ist. Mhm. Wir sind immer noch im Vergleich zu unseren Vorfahren eine sehr weiche Generation, wie wir hier mit unserem Tee sitzen vor der Kamera und irgendwie ein bisschen was erzählen. Weißt du? Du hast uns gefickt gerade, Bruder. Wir Weichlinge, Alter, scheiße.
Warte mal, darauf muss ich erstmal 10 Liegestütze machen, Alter. Oh, das muss man eigentlich anschließen. Na, guck mal, sieht ganz. Warte, lass ihn erstmal. Jawohl. Müssen wir auch gucken, 1, ob er es macht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9. Scheiße, Alter. Verweichlichte Männer hier, Langer. Ab geht's, Chat. Ihr müsst auch da rein. Wir müssen gegen die Verweichlichung kämpfen. Einfach wie gestützt und Pullers. Jawohl. Scheiße, ich hab gar nicht mitgezählt. Komm, Junge. Zieh, Digga. Zieh, Junge. Ja, ein Wein, Brennen. Ein Wein. Schön, the Flex, Langer. Sehr stark. Geil. Sehr, sehr geil. Da haben wir doch was Gutes getan. Also das mit dem ja. Tee, das mit dem Tee und mit den Verweichlichungen, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, Bro. Ja, der hat wehgetan, wa? Der hat wehgetan. Ja. Und jetzt, mein Arm ist schon Marsch vom Halten. Wenn wir offline gehen, erstmal eiskalt duschen gehen. Ja. Letztens Video angeschaut, so von so einer, oh, Digga, lass du kurz durchatmen. Aber warte, warte, was ich noch ganz kurz sagen wollte. Ja. Was sagen wir mal zu der ganzen Porno-Geschichte? Ich glaube, es gab so ein, ein Herrscher damals im Persischen Reich oder so, der hieß Saladin. Der hat gesagt, wenn du eine Gesellschaft, boah, immer noch außer Atem, wenn du eine Gesellschaft von Grund auf zerstören willst, dann mach, was ist denn das deutsche Wort für Nudity? So, ja, so perverse Nacktheit und so. Ja. Mäßig, also ist jetzt nicht die Übersetzung, aber der Sinn. Kann man nicht so gut übersetzen, aber ich weiß, was du meinst. Erotik, keine Ahnung. Ja, ja. Sexualisierung in der Jugend verbreitet, direkt gesagt in der Jugend. Boah. Ja, ist auch Lust. Klar, das raubt dir auch eine Art Energie. Auf der anderen Seite gibt es einem auch, ich kann es dir nicht genau sagen, was das mit mir gemacht hat, dass ich früher, weil ich habe früher zum Beispiel, gab es keine Pornos, wo ich das erste Mal die Vibes gefühlt habe, so okay, da geht was so, weißt du, was ich meine? Da gab es noch keine Pornos, so da gab es Heftchen oder so, weißt du? Ich habe mir dann irgendwelche hinterm Edeka haben wir uns dann irgendwelche Porno-Zeitschriften irgendwie geklaut und bei DSF dann gewartet, bis nach 12 dann irgendwie die Mädels da anfangen, ihre Sexwerbung da zu machen und so ein Scheiß. Telefon-Hotline und sowas. So, weißt du, was ich meine? Da war das noch ein bisschen nicht so krass verbreitet, weißt du? Es war nicht so, dass du dann jeden Tag nach der Schule irgendwie dich hinsetzen konntest und am PC dir dann irgendwie was aufmachen kannst, so. Sondern es war so der Zugriff, das war rar. Weißt du, was ich meine? Man musste das suchen und irgendwie teilweise auf irgendwelchen Otto-Zeitschriften dann die Dessous-Seiten aufgeblättert und so. Weißt du, was ich meine? Ja, das wurde immer gestörter. Ich meine, jetzt mit OnlyFans hast du so eine persönliche Freundin, die so, also sozusagen wird dir simuliert, mit der du dann schreibst. Also es ist alles so von der Natur entkoppelt. Erklär gerade das Beispiel, wo wir mit Henrik drüber gesprochen haben. Was ich nur sagen wollte, glaube ich, ist, dass halt, ich meine, ich glaube schon, dass es, ich glaube immer die Mitte ist die Wahrheit. Weißt du, was ich meine? So, die Extreme sind, wenn du jeden ganz Tag kurz auf Klo, oder? Eine Sekunde. Ja. Digga, die Klimmzüge haben wir gerade wirklich, ich muss auf Klo, Alter. Wenn du jeden Tag 10-mal einen runterholst auf Pornos, dann ist es auf jeden Fall nicht gesund. Wenn du es 3-4-mal machst, auch nicht gesund. Aber wenn du vielleicht einen gesunden Zugang irgendwie dazu hast, was viele gar nicht mehr haben, weil es einfach zu überreizt ist, diese ganze Scheiße. Mhm. Aber wenn du einen einigermaßen gesunden Zugang dazu hast, glaube ich auch nicht unbedingt, dass es krass negativ für dich ist, so weißt du? Mhm. Das Ding, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, so die Menge oder die Dosis macht so das Gift. Aber du musst mal überlegen, so masturbieren, okay, kann ja noch natürlich sein, aber überleg mal, bei Pornos schaust du halt anderen Leuten dabei beim zu, ja. wie die gerade rammeln. Jetzt überleg mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist auf einer Hausparty oder so und du kommst in so einen Raum rein und du siehst da gerade irgendwie zwei Leute, die gerade vögeln. Du würdest dich ja auch nicht heimlich in die Ecke stellen und auf einmal da anfangen, den runterzuholen. Ja. Also du würdest es in der Realität niemals machen, anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie gerade vögeln und im gleichen Raum stehen. Digga, du würdest halt wirklich aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden wie ein Kranker und dann so musst du im Wald allein überleben. Da ist nichts mehr mit Zivilisation und im Dorf sein. So. Und durch Pornos, gebe ich dir schon recht. Durch Pornos kannst du dir heutzutage mehr nackte Frauen innerhalb von einer Stunde reinziehen, als deine kompletten Vorfahren in ihrem ganzen Leben. Safe. Und es kann nicht gesund sein, irgendwie. Was heißt gesund? Es macht auf jeden Fall was mit dir und du veränderst deine Sicht auf Sexualität, auf Mann-Frau-Sein, auf Beziehung, auf Ehe. Mhm. Das hat alles einen Einfluss darauf. Hundertprozentig. Ja, Mann.
Mal gespannt, Alter. Okay, Jungs. Thema, ja. Um wieder zum Abschluss des, beziehungsweise da anzuknüpfen, wo wir angefangen haben, so macht man das in einer guten Geschichte. Wir haben mit Weihnachten angefangen. Danke für den Hinweis, Bro. Weißt du, wie ich gerade gefühlt habe, dass wir Weihnachten haben? Und so, ich sitze auf Klo, gucke so neben mir und auf einmal liegt da einfach so ein, was ist das gleich? Eine Lebkuchen. Lebkuchen. Ja, Lebkuchen so. Und dann dachte ich mir, boah, das ist es, Alter, ein Lebkuchen mit Zimt. Da hast du auch direkt die Kalorien jetzt da drin, direkt die Kohlenhydrate nach den Klimmzügen. Schönes Anabolic Window genutzt auf jeden Fall. I like that, jawohl, man. Stark, ja, und jetzt geht's rein in die Tage, Mann. Verbringt schöne Zeit mit eurer Familie und safe. Genießt die Zeit. Wenn gestern auch wieder beim Lesen einfach so Tränen bekommen, weil das ist wirklich das einzige Thema, wo ich sage, okay, da habe ich einfach Angst, wenn der Tag kommt, an dem meine Eltern nicht mehr da sind. Und da wurde in dem Buch gesagt, wenn du noch deine Eltern hast, dann bist du einer der privilegiertesten Menschen, so, die gerade auf dem Planeten sind. Und wenn du das nicht wertschätzt, dann wirst du das für immer bereuen. Da war es bei mir dann wieder vorbei. Da habe ich so 3 Minuten einfach nur meine Augen zugehabt. Und das sind halt Momente, wo man dann halt nicht mehr klarkommt, sozusagen. Und dann muss man aber handeln. Wichtiges das gebe ich Thema. Euch auch raus. Safe. Seid dankbar dafür, dass auch vielleicht eure Großeltern noch leben, Urgroßeltern, Onkels, Tanten, Mütter, Väter, Brüder, vor allen Dingen auch eure Geschwister und so, weißt du, was ich meine? Weil die Geschwister sind meistens die, und ich sehe oft, wie Leute in Familien teilweise ein bisschen Probleme haben untereinander, Brüder und Schwestern irgendwie, und sie streiten und vielleicht nichts miteinander zu tun haben, aber ihr müsst euch mal bewusst machen, dass das wahrscheinlich die sind, die von eurer Familie als letztes noch da sind, weißt du? Deine Eltern sterben früher als deine Geschwister, deine Oma, deine Opa auch, und dein Bruder oder deine Schwester wird diejenige Person sein, die dich von früher noch kennt, die wahrscheinlich als letztes da sein wird. Deswegen seid harmonisch, streitet euch nicht mit eurer Familie, liebt euch gegenseitig, genießt die Zeit, die ihr noch miteinander habt, und genießt die Weihnachtstage, meine lieben Freunde. Geiler Talk, Leo, ich küsse dein Herz. Wie war dein Name nochmal, Bruder Herz? Vincent. Vincent, Bruder. Auch guter Typ, Bro, ich freue mich auf Content von euch beiden oder von dir auch. Fall. Ey, ich freue mich auf Content von uns dreien, Alter. Wir haben ja schon mal am Telefon ein bisschen gequatscht, Richtung Mongolei und so weiter. Ja. Yeah. Schauen wir mal, was kommt. Ich bin mega dankbar, Alter. Wir werden da ordentliche Dinge starten. Safe. Buch wäre auf jeden Fall Bro, auch stark, ey. Ja. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben, Bruder Herz. Danke für alles auf jeden Fall. Nur Liebe. Ich küsse dein Herz. Bleib auf jeden Fall immer so, wie du bist, Bro. Und ja, Mann. Wir sehen quatschen. Uns ganz bald wieder, mein Lieber. Auf jeden Fall, Bro. Mach's gut, alles Gute, Mann. Vielen Dank. Dankeschön, macht's gut. Bis dann. Grüße an alle, die zugeschaut haben. Bis dann. Ciao.